Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns allen. Mein Name ist Bottom Reaper. Hier ist Hatsureich. Und der Rest unserer wunderbaren Community. Hallo. Ja, die klingen ja nicht sehr begeistert, aber egal. was haben wir vor? Wir haben vor, ein Pusher-Lineup zu spielen, das wahrscheinlich die anderen hier viel besser erklären können. Oder? Ja, das kann ich gerne tun. Also, wir haben das im letzten Game die Erfahrung gemacht, dass wir gegen ein gegnerisches Team, das nur aus Carries bestand, eben halt im Late Game verloren haben. Und wir hatten jetzt mal Lust, ein Game unter 20 Minuten hinzukriegen, indem wir einfach nur Push-Heroes nehmen und dann eben halt deren Base und Tower einpushen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ich bin tatsächlich unfähig, mit diesem Helden zu lasten, scheinbar. Das gefällt mir gar nicht. Alter Schwede, was geht ab mit mir? Na, da geht auch. Und wie genau wird das aussehen, unser Push-Line-Up, was genau haben wir vor? Und jetzt sagt bitte nicht pushen. Pushen. Pushen, genau. Nein, Quatsch. Wir haben halt Le Shrek mit seinem Diabolic Edict, das die Tower runterkriegt, ein Puppner, das wäre jetzt meine Wenigkeit, der mit seinem Blast immer halt auch massiven Schaden an den Tower macht. Dann ein Juggernaut bei uns auf der Tri-Lane, der mit seinem Healing Ward dafür sorgen kann, dass wir nicht verhacken, aber gleichzeitig auch die Creeps eben halt noch mit der HP-Regen am Leben erhalten werden. Mitte haben wir eine Death Prophet, die bei Level 6 jemand mit ihrer Ulti ganken kann und dann dementsprechend die Tower noch schneller einreißen kann. Ein Rise. Ein Ryzen, genau, habe ich schon texanischen Akzent drin. Und dann haben wir den Veno. Entschuldigung, muss ich kurz konzentrieren. Dann haben wir einen Veno, top auf der Offlane, der als Offlane geeignet ist, aber gleichzeitig mit durch seine Wards immer noch ein Push-Potenzial hat. Ja. Ansonsten gucken wir mal, ob es hinhaut. Also, tut mir leid, dass ich gerade in der Mitte so hart verkacke. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ja, du musst ja nur Level kriegen und dann, ne? Ja, ich meine für die Zuschauer, weil ich bin gerade echt tierisch am Fehlen, was Last jetzt angeht. Der Fire Spirit ist Miss. Ember Spirit. Fire Spirit. Ah, da ist er wieder da und er hat einen Haste Rune sich gebottelt. Also, du kannst gerne mit Auto-Attacks pushen. Ich kann Rick mal gehen mit dem DKP frei. Ja, dann versuch mal den Stun zu landen. Ja. Könnt ihn noch slowen, wenn du willst. Ja, please. Dann gehen wir auf den würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Und jetzt die Mirana. Ja, mal gucken, wer vorne kommt, musst du reagieren. Jetzt. Muss immer vorne stehen. Ich dachte, wir machen was. Sonst habe ich den dann verpflanzt. Cool. Und Mist natürlich. Wir haben leider auch keine Ward, sodass ich nicht mal sehen kann, wann ich meine Bottle rechargen kann. Doch, da unten ist ein Ward. Ah, Tatsache. Sehr schön, good job. Er stirbt zwar selber, aber... Egal, es geht um den Spaß. Okay, irgendwie macht mir das gerade Angst, dass Ember Spirit hier so low HP durch die Gegend kurft. Charity haben, wenn du Soaring hast. Hast du recht? Was? Ja, geh weg. Gleich ein Healing Ward. Läuft das doch. Ember Spirit wieder Miss, holt sich. Wir sollten mal mit dem Tower langsam pushen und fangen. Ja, ja, ganze Zeit Auto-Attacks dazu ich. Gummi. Er geht nach unten zu euch, pass auf, ne? Ja, da ist er. Auf Level 6 gehe ich halt irgendwo hin und zum Telf mal pushen und so. Hoffe ich zumindest. Ich kann nicht angreifen. Oh, das wird wehtun. Voll in den Error gehand. So, ich bin Level 6. Wo sollen wir hin? Nach unten? Sollen wir unten? Level, ja, genau. Baut Probleme. Okay. Komm ich mal mit, mal schauen, was passiert. Solltest du eigentlich hinbekommen. So, ich hab Ultimate, ich hab alles, nur keine Boots. Die sollte ich am Sideshop kaufen, denke ich. Oder ich lauf einfach rein. Das geht auch.
Soll ich? Ja, hast du einen Silence? Ja, klar. Ja, dann machst warte du deine... doch auf mich. Ja, dann machst du Silence auf den Spirit. Go. Hau rein, gib Gummi. Leider ist es ohne Boots verdammt schwierig hinterher zu kommen. Dachte, er würde die irgendwie mehr festhalten. Ich weiß auch nicht. Ja, der pusht jetzt einfach zu dritt. Ich komme ja auch gleich noch. Oh, heißgeliebte Boots, ey. Unglaublich. Der Prophet ist sowieso auf dem Maiden Movement Speed. Sunstrike! Fucking knapp, ey. Genau, Healing Ward kannst du. Ja, hast du noch nicht. Healing Ward kannst du runtersetzen und dann einfach Auto-Attacks auf den Tower machen. Das halte ich ja. Da kommt was. Lauf. Der tritt. Wir sollten, glaube ich, weg, oder? Nur so als wilde, verrückte Idee. Au. Irgendwie klappt das hier gerade nicht so, ne? Ja, es klappt nie so, wie man sich vorstellt. Beno, geh mal ins Headshop, kauf die Boots und TP dich mal Bottom. Ja, ich habe gerade Boots und TP unterwegs. Alles klar, dann TP ich dich mal. Ich möchte auch sowas wie Mana. Passt da kein Boot zusammen. Einfach geil. Geld und Panik einfach. Okay. Wir müssen irgendwas mal probieren hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, sieht nicht gut aus. Nee, es sieht absolut nicht gut aus. Hat irgendwer Arcane Boots, damit ich mal Ulti tun kann? In 50 Gold, warte, ich kaufe meine Branches. Wir haben noch gar nicht gepusht. Nee, noch gar nicht, das stimmt. Wow. Ich bin noch hier festgefangen. Ja, soll ich mein Ulti zünden? Ja, ja. Bei der nächsten Creep Wave? Genau, ist er da. Jetzt können wir gar nichts machen. Jetzt einfach so. Auto-Deck rauf. Sag, pass auf, du bist ganz schön low. Ich hab kein Healing Ward, falsch. Ich hab voll nicht auf den Stun geachtet. Mann, ey. Was wollt ihr? Ich könnte auch ein bisschen auf eure HP gucken, ihr könnt nicht da. Oh, ja, ich hab vorhin nicht auf den Arrow geachtet, über der Garrot und dann insta-tot. Ich meine 7-1, unser Push-Lineup funktioniert einwandfrei. Ja, das Ding ist, wir spielen gerade ein Push-Lineup gegen Gank-Lineup und dagegen verliert ein Push-Lineup. Wir haben den gleichen Fehler eigentlich gemacht wie eben. Eben haben wir ein Gank-Lineup gegen einen Farm-Lineup gespielt und jetzt spielen wir ein Push-Lineup gegen einen Gank-Lineup. Vielleicht sollten wir nicht einfach blind flicken und. Too much meta. So, jetzt kommen wir aber rein. Ist das eine Idee? Jetzt? Yay! Yay! Und weiter geht's. Und der nächste, go, go! Boom! Boah, war doch auch Schaden, der Typ, ne? Ey, jetzt gehen wir Mitte. Wo ist denn die Mira? Die Mirana war doch irgendwo. Egal. Ich hab Ultimate, also wir können am besten ja, Mitte. Mitte. Okay, oh, sehr schön. Oh, Arrow. Wow, das war knapp. Oh, fuck, da kommt der Baratum. Er charge mich an, ich bin sowas von tot. Haben wir. Ja. Oder wir pushen jetzt am besten Bottom einfach weiter, wenn ihr so. Mädels! Also was denn jetzt? So schnell es irgendwie geht.
das Dinge zusammen, Mecca. Ja, komm mit, ich hab Healing Ward. Ah, okay, gut. Weil der Ballerturm war, also das Spirit Breaker war einfach sinnlos am Abgehen. Okay. Was halt scheiße. Okay. Oh fuck. Auto-Attack auf, Auto-Attack auf. Nicht mein Glück. Das wird überhaupt nichts, ey. Ey, wir haben doch gerade zwei gekillt, war doch gut. Ja, aber nicht die wichtigen irgendwie. Sondern übrigens, dass das Shrapter mich auch ziemlich hart vernichtet hat mit seinem Ulti. Komm da nicht ran, so. Einfach mal weiter pushen. Ja, ich hab Ulti. Ich push lange mal Mitte. Oh. Das war auch nichts. War nicht so schlau. Ich spiele den Helden nie, ich habe keine Ahnung, wie das Ulti so. Also so vom in Ulti her war ja nicht so schlecht, aber du musst halt dabei. Oh, ich habe auch keine Attacks mehr, ich bin auch tot. Boah, macht der einen Schaden. Ich kann das nicht so einschätzen. Und ich habe die Mitte down. LOL. Nun sind hier zwei Tower, wird jetzt auch hart gepusht. Ja, funktioniert unser Push-Line-Up bis jetzt? Möchte sich da irgendwer zu äußern? Lass mal top gehen, alle. Sehr gut, zu 30% funktioniert. Ich glaube, ich sollte mir mal kurz was kaufen. Mana Boots sind jetzt auch ready, das heißt. Mana ist oben. So, mein Ultimate ist erst in einer halben Minute ready, also müssen wir vielleicht irgendwas überlegen. Wir hauen jetzt einfach durch, komm. Sehr schön. Das ist immer wieder eine gute Idee. Da laufe ich nicht rein. Meine Fresse. Macht aber auch einen Heiden-Damage, muss man dazu sagen. Seht ihr die können. Seht ihr, wie zerstören die jetzt schon, ey? Ich habe meine Ulti jetzt. Lacker. Aber jetzt funktioniert das. Und BAM! Ah, nicht gereicht. Go, 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 go. Einfach weitermachen. Ja, ich hab Healing Ward. Arcane Boots. Mecca kommt. 5 Sekunden. Arcane Boots hab ich in 10 Sekunden. Sehr schön. Nein. Glaube ich bereit. Sehr schön. Nice, danke Mädels. Push-Up funktioniert ja doch irgendwie. Zur Hälfte. Ja, so ja, geh mit weg. Mitte. Ja, go, go. Jetzt das klappt ja doch. Teilweise. Mehr oder weniger. Braucht den Kurier jetzt gerade jemand? Nö. Ja, ich schicke den gerade zu mit dem Kurier. Eben per Survivance Gold. Hätten wir denn eine Möglichkeit im Late Game auch noch was zu machen? Was denn? Haste? Ja klar. Mit wenn die kein BKB haben, dann ja. Aber ansonsten, ja. Unser unser Juggernaut, wie sieht's aus, lieber Zurich? Oder Farm? Farm habe ich nicht, ne. Das ist... Gut. Also... Sehr enttäuscht. Das ist sehr in Grenzen, ne. Schade. Aber ich hab gleich mein Ultimate wieder. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier brauchen.
Beim nächsten Push vielleicht. Lol, das sieht schöner Deny. Aus, ne? Der war schön gespielt. Der war krass. Gehen wir Bottom. Der war so lucky. Jetzt gehen wir Bottom. Naja, auf jeden Fall funktioniert es jetzt im Moment so. Ja, es funktioniert zurzeit. Jetzt haben wir so einen richtigen Deathball gebaut. Aber sie gehen auch schlecht rein. Sie gehen immer so einer nach dem anderen so. Ich weiß nicht, wenn die das ein bisschen besser organisieren würden, hätten die eine Chance. Green ist gerade nicht gut. Ich habe Ultimate, wir können eigentlich komplett durchpushen. Also ich habe 41 Creep Kills. Wenn wir da Barra Charge, dann mach ich einfach so, da könnte was gehen für die. So. Ja, Barra wird kein Chargen gleich nur. Machen wir für den Multis dann. Yes. Gib Gummi, go Team. Go. Go da Power Rangers. Ja, Ulti. Oh fuck. Attack? Ja. Scheiße. Schade. Ja, da haben sie schön initiated. Jetzt haben sie initiated. Oh, hab ich ihn geowned! Der Tower lebt sogar noch. Ja, ne, die Cruise machen wir jetzt. Also, das war ja wohl mal gut von mir gespielt. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. No. Lol. Oh, was ein 45. Das 45. Hätten sie es jetzt nicht geschafft, den zu denyen, ne? Er hatte keinen Mana für Mecha, das hat's richtig kostete. Aber ich glaube nicht, dass sich das voll gelohnt hat für die, der 45. Die haben leider mich komplett rausgenommen sofort. Ja. Ich kann noch nicht mal zu mehr wirbeln. Ich meine, wir haben gut durchgepusht, ne? Ein einziger Tower im Gegensatz zu. Jetzt kommt der richtig schwierige Teil, die Base Break. Ja, richtig. Ja, da bis dahin können wir auf unsere Death Breath mit oder auf den Chuck. Ja, wir gehen jetzt alle mit. Aegis holen. Wir können Rosh. Ja, Rosh, bist du verrückt. Vielleicht sollten wir defenden. Wir gehen jetzt wieder ganz in die Mitte durchpushen, weil die haben jetzt gerade alle ihre Ultis ausgepowert. Achso, ja, okay, dann lass Mitte durch. So, die sammeln sich jetzt alle Mitte. Kurz auf mich. Oh, that arrow. Bei Sentries, wenn wir das nächste Mal das Gefühl haben, da kommt so eine Mira-Ulti, dann... Ja, ja. ...besser laufen. Naja, also hier sollten Sentries stehen. Ah, wir da reinrennen. Ah, ich hab Ultimate in 7 Sekunden. Also jetzt. Wow, da bin ich vor reingelaufen, scheiße. Scheiße. Ja gut, irgendwie, ne? Ja, Disruptor-Ulti. Disruptor-Ulti, eben. Das Ulti ist so stark im Teamfight. Die Ulti ist gleich vielleicht ready. Wirf's noch, du Schlampe. Wir haben den Tower angehittet. Ja, das Vorteil ist halt wirklich ziemlich stark zum Defenden. Ja, vor allem hier bei so einem Engpass, ne, es ist von hart. Oben ist das halt. Oh, jetzt versuchen wir es gleich nochmal, bis wir die Tower... Weil ich meine, Tower haben wir angebrochen. Ja, aber wir sind alle gestorben. Wenn man noch zwei Teamfights verloren ist, GG. Wir haben halt einen massiven Level-Nachteil, weil die halt immer gefarmt haben. Und ich hab halt gar keinen Farm und was weiß ich, ne. Halt. Will Breaker charge dich an oder die Creeps, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir jetzt doch irgendwie probieren, einmal einen zu killen und dann zu pushen. Oder mit dem Aegis. Ja, aber Aegis, wir können uns nicht erlauben, Roshan zu legen. Wieso nicht? Die können nicht in schwer zu Roshan rein. Wow, fuck. Ja, wenn die uns. Ja, nee. Jetzt ist... Also, wenn die uns snacken, dann. Achtung! Ich, ne? Yep. Ich will keine Chance. Ja, den Erfolg, den wir vorher in den letzten 10 Minuten hatten, den hätten wir schon in den ersten 10 Minuten machen müssen. Ja, leider. Schade. You can't win them all. Ja, sieht jetzt sehr überzeugend aus auf den Statistiken, also 1, hey, das war's jetzt auch. 3, 7, 1, 7, 2, 5, 0, 5. Also ich mag ja wohl All-In-Strategie nicht, also ich glaube, das hätten wir besser hinbekommen, hätten wir normal gespielt.
wie gesagt, wir müssen einfach mal nicht einfach eine Strategie vorher festlegen, einfach mal gucken, muss den Zuschauern was zum Fressen geben. Und dann gucken, was genau. Wir machen. Sollen die auch mal sehen, wie wir fett verkacken. Muss auch mal sein. Das schreibt der Ulti ist halt so hart. Und die Wolke dabei. Man kann halt nichts machen. Ja, der zerfickt mich sowieso mit seinem Battlefield. Der Typ ist jetzt so fett, da geht nicht mehr viel. Bist du? Jetzt mal Facebook anmachen müssen. Ja, die können eigentlich durch. So, ich def das jetzt, ich schaff das. Warte, jetzt kommt Todesulti. Nein, sie geht weg. Keine Chance. Siehst du mal hier. Ich wollte die machen, warum hat's nicht geklappt? Ach, ich hab mich gestunt, so ein Dreck. Hab ich wohl nicht gemerkt. Hell. Go, go, go hier. Ben Ulti und die sind tot. Ja, aber ich kick sie nicht in der Ulti rein. Das war Fail von mir. Ich wollte eigentlich das vorab machen. Auf. Mist aber auch. Der ist tot. Ja, ich bin tot. Oh, verpiss dich. Okay, ich würde sagen, damit haben wir offiziell verloren. Ich schreibe GG World Played und wir sehen uns wieder bei den Stats. Ja. War ein bisschen Fail, aber mein Gott, man kann nicht alle gewinnen. Und es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, wie wir fett verkacken. Bis nachher. So, das sind die letzten Minuten und die letzten Sekunden von unserem Ancient. Ja, leider verloren. Wie gesagt, kann man nichts dran ändern. Aber muss auch mal sein, ab und zu. Woran lag es im Endeffekt? Irgendwelche schlüssigen Analysen? Nein. Sehr gut. Es hat einfach nicht geklappt. Hervorragend. In diesem Sinne, ich verabschiede mich und sag bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao. Tschüss.